So Leute, es ist soweit. Heute ist vielleicht eventuell die letzte Folge Tony Hawk's Pro Skater 4 angesagt. Bin mir noch nicht ganz sicher. Kommt drauf an, wie wir uns hier bei den Aufgaben schlagen. Kong ist ausgebrochen. Es gibt zwei Hebel im oberen Teil seines Schlotts. Wenn du beide schnell genug umlegst, fällt er in seinen Käfig zurück. Aha. Ich hab 2 Minuten Zeit, okay. Ist hier irgendwie Hebel? Ist ein bisschen... Was? Warte mal. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was ich machen muss. Huch, das wollte ich nicht. Kong has escaped his cage. There are 2 switches inside the top of this chimney. If you can flip them both quick enough, you'll fall into his cage. Vielleicht muss ich wirklich einfach... Huch, was ist da passiert? Pass mal auf. Jo. Vielleicht muss ich einfach nur... Aber wahrscheinlich ein bisschen... Warte mal, wahrscheinlich... Ach, bestimmt... Ja, okay, okay, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss wahrscheinlich... Menü ein bisschen länger halten. Ja, den Lipstick meine ich. Oder auch nicht. Doch. Ich habe mich zwar genau in der Sekunde auf die Schnauze gelegt, aber es macht ja nichts. Ne, meine Blutspur, habt ihr die gerade gesehen? So. War jetzt eine nicht so schwierige Aufgabe. Alter Kong, ey. Der Riesenaffe. Deswegen heißt er auch Kong. Ich speichere mal ab. Gucken wir uns mal die Prozentzahlen. Haben wir jetzt 99%? Es fehlt nur noch eine Aufgabe. Jo. Oh. Hype, Leute. Komm, die letzte Aufgabe. Wenn es noch was Geiles, was richtig Spaßiges. Das wäre super. Ui. So. Wow. Hier drin vielleicht, hier war ich noch nicht. Niau, niau. Nö, sieht nicht danach aus. Kann ich hier nie rein? Oh, witzig. Niau. 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 Ups. Ich halte Ausschau nach... Irgendwer stürmt hier wieder rum. Ich halte Ausschau nach roten Pfeilen. Aber ich finde keine. Ende. Letzter Prozent, Leute. Gibt's leider nicht. Kann ich hier nochmal rein? Nee, kann ich nicht. Aber doch, ich kann hier rein. Woo! Ne? Rein Woo machen. Wo ist der letzte Mensch? Eine Aufgabe für mich. Muss ja auch mal irgendwie hier, ne? Oben rauf überall gucken. Hier gibt es viele Spots, an denen Menschen potenziell stehen können. Hier in die Mitte. Ja. Oh! Okay, ich kann aber nur mit dem reden. Schön. Sayonara. Wow. Hey, wo ist der letzte Mensch? Was ist hier los? Hier habe ich mich umgeguckt, ne? Hier ist nichts. Ich guck nochmal, ob ich da oben. Ich habe eben den ganz anderen Typen angesprochen. Da oben. Da war der rote Pfeil wieder. Okay. Ist okay. Wow. Hui. Hui.
Okay, ich weiß gar nicht. Nee, das ist gar nicht der richtige Weg hier, ne? Aua. Gut. Lass die Challenge einfach mal da hinkommen, überhaupt zu dem Typen. Ah, stimmt, ich kann hier, glaube ich, einfach hoch, ne? Almost. Ah ja, ich kann. Red Sweater Weather. Kann ich reden. Ja, leider stehen wir jetzt falsch ein bisschen. Ja, was? Keine Macht den Drogen. Wie bin ich da runter? Gewalt, fick dich doch. Wie bist du da oben hochgekommen, du Dulli? Oh. Wie wär's damit? Es ist mir einfach nicht vergönnt, gerade da oben raufzukommen. Das tut mir leid. Typ, ich weiß nicht, ob ich deine Aufgabe jemals bewältigen werde. Okay. Oh, Jesus Christus. Kluges Kid. Ah, nochmal eine Combo zum Schluss. Okay. Nochmal eine schöne Combo-Aufgabe zum Schluss. Ach du Scheiße, wie soll ich da denn hinkommen? Okay. Ah, okay, da muss ich rüber dann einfach ziehen. Nee, warte mal. Ist okay. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da... Oh. Wie soll das denn gehen? Ja, okay. Huch. Ach komm, ich hab gemanuelt. Nein! Ach, wieso ist denn dann so eine Kante? Das Müffelt, oh. Oh. Alle, umdrehen? Nein! Warum war da eine Kante, du Dreckspiel? Ah geil, die Combo-Aufgaben sind wirklich so mitunter meine liebsten Aufgaben, glaube ich. Die machen einfach Spaß, auch wenn ich gerade keinen Spaß habe. Nein, doch. Okay, das ist voll fies. Da muss auch ein bisschen besser gehen. Ist theoretisch. So, und direkt springen. Ah, fick dich doch, Mann. Ach ja. Was ist da jetzt gerade los? Ich mag es übrigens, wie die Gap da unten heißt. So, Roof Gap, einfach so mit jedem zweiten Buchstaben groß. Als wenn sie das Meme prophezeit hätten. Was ist hier gerade los? Ich krieg's nicht geschissen. Ich muss es nochmal, warte mal. Ich würde gerne die Buchstaben nicht einsammeln. Ich muss die Lage hier mal untersuchen. Wenn ich einfach nur durchgrinde, dann passiert nichts, ne? Also ich muss irgendwie schaffen, schon so... vielleicht wenn ich richtig geil bin. Vielleicht ist das so gedacht. Ein bisschen. Nee, irgendwie nicht. Nee, ich komme nicht bis darüber. Ich manuell halt die ganze Zeit, ne? Meine Güte. Eine würdige letzte. Fick dich. Also sag mal. Spiel stirbt wieder.
eine würdige letzte Aufgabe. Nee, ich muss es mit dem Grind machen. Das kann nicht angehen. Machen wir es doch einfach so. Okay. Oh, das ist schlecht. Moment, das muss ich untersuchen. Andrew, hopp. Space da. Okay, ich könnte dann grinden. Zack, zack, zack. Ah, ich muss auch... Nee, wie genau komme ich denn da hinten dann hin? Das ist noch so eine Frage, die ich mir stelle. Ich war da generell noch nie oben drauf. Scheiße, ey. Ja, im Endeffekt... Muss ich Glück haben. No, falsche Richtung. Nicht die Kante ficken. Oh oh. Mein Grindwert ist so im Arsch. Oh Gott. Geht's gut. Einfach über das M rüberspringen, natürlich auch eine Option, ne? Sage ich euch. Okay, so. Ah, so ist es gedacht. Ich glaube, so ist es gedacht. Nein. Ich war zu langsam, musste noch was Speed holen. Was passiert? Aua. Boah, diese Kante da, ne? Die nervt mich. Ich hasse mein Leben, aber bald haben wir's. Bin mir sicher. Mann. Mein Daumen tut so ein bisschen weh vom Plus drücken. Plus, genau. Ich hätte easy weiterfahren können. Hätte ich gemanuelt. Ach komm. Geht doch. Nein! Fuck. Ja, ist jetzt schlecht. Das kann ich nicht mehr retten. Schade. La. Oh, ich bin ein bisschen langsam. Ich will nach links weg, aber irgendwie bin ich zu blöd dafür. Tut mir leid. Genau so. Nein! Okay. Ganz ruhig. Alles entspannt hier. Ich weiß ja wirklich nicht, ob das so gedacht ist, aber es erscheint mir irgendwie halbwegs sinnvoll. Ja, das war jetzt natürlich doof. Aber es ist irgendwie cool, nochmal so eine echt harte jetzt Combo-Aufgabe zum Schluss nochmal zu haben. Ich bin echt zu blöd, seitlich abzuspringen. Das ist zu blöd, das M einzusammeln, einfach mal normal. Nein! Warum war da denn noch so?
Ich spiele Tony Hawk's Pro Skater 4 durch. Ein schönes Gefühl tatsächlich. Danach erstmal wieder einfache Spiele. Aber nö. Nur noch 4. Es war nicht ganz einfach. Oh. Hier war das härteste Tony Hawk-Spiel bisher. Wenn man mal von 2 absieht, was einfach aus den falschen Gründen schwer war, weil es einfach scheiße war. Ey, aber. Ey, ich krieg's grad nicht mehr geschissen. Tut mir leid. Ich möchte einfach nur. Wieso hast du dich da gerade gedreht? Geht doch. Ich bin schon wieder ganz schön früh abgesprungen. Da ist zum Glück nichts passiert. Oh, Alter, da wird es immer so hart. Den Menü zu halten. Weiß nicht, ob das. Ja. Es ist bestimmt irgendwie anders gedacht, aber. Alter, ich drück schon immer zur Seite. Ficken. Ah, oh, das ist mir das manchmal passiert. Eigentlich muss ich direkt wieder abspringen, wenn ich da um die Ecke bin. Es geht ja, sag ich mal. Jedes Mal. Ich bin einfach immer so. Erstmal so kurz chillen an der Stelle, aber. Hoppala. Aber chillen und Tony Hawk ist nicht in Einklang zu bringen. Ich habe übrigens mittlerweile auch recht angefangen. Ja, bin ich zu früh gesprungen. Hoppala. Beim Manual tatsächlich nicht wie so ein Berserk irgendwie den Stick zu im Kreis zu drehen. Oder auf dem Steuerkreuz rumzuficken. Sondern tatsächlich unten oben und so zu drücken. Ich bin begeistert von mir selbst. Oh, du dummer Felsen. Okay, warte mal, ich muss mir das nochmal angucken hier. Wie kann das sonst gemeint sein, hier hochzukommen? Wird halt funktionieren, denke ich. Oder, wartet mal, vielleicht ist es gar nicht so blöd, wenn ich so mache. Ja, das ist besser, okay. Also es ist gar nicht so schlimm, wenn ich dann zu spät abspringe. Beziehungsweise es ist sogar essentiell notwendig, vielleicht sogar. Meine, fuck! Oder sagen, meine Ray-Ban ist gerade ein bisschen im Sack. Darf ich bitte jetzt einfach mal nach da hinten kommen, damit ich es mal testen kann? Wäre es okay? Oh. Okay. Okay. Jawoll! 100%! Jawoll! Alle Ziele! Unglaublich! Alle 190 Ziele im Spiel geschafft. Doch es gibt noch mehr zu tun. Hast du alle 9 Minispiele geschafft, ja? Und alle Gaps? Nein. Geld? Ja. Wir behalten den geheimen Skater so lange hier, bis du es schaffst. Viel Glück! Ja, okay, dann brauchen wir wirklich alle Gaps dafür. Furchtbar. Aber das ist dann halt so. Gaps mache ich nicht. Nein. Nein, nein und nochmal nein. So, bekommen wir jetzt ein schönes Video oder ist einfach jetzt Feierabend hier? Ich glaube, es ist einfach Feierabend. 100%! Schön, dass die Gaps wesentlich zu den Prozenten zählen. Wahrscheinlich die Geldscheine auch nicht. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich alle Minispiele erfüllt habe, weil, naja, ihr wisst ja, dass ich da so ein bisschen verwirrt war bei dem einen Holz-Minispiel auf dem Jahrmarkt, weil ich da irgendwie nie was gekriegt habe, aber wird schon gut gehen. Und zur Not, ich habe es euch gezeigt. Ja, Leute, das war's. Wir haben 100% in Tony Hawk's Pro Skater 4. Geil. Da wir jetzt sowieso die 20 Minuten voll haben, werde ich jetzt einfach noch ein bisschen rumgammeln hier. Und in der nächsten Folge ist dann die letzte, ja. In der wir dann nochmal allerlei Bonuskram kaufen. Ich denke mal, da wird es nicht mal mehr Gameplay geben. Wobei, doch, ich werde euch wahrscheinlich einmal hier Django und Eddie zeigen. Gehen wir einfach ein bisschen in die Practice Range damit. Practice Range, ja. Wow! Cool. Genau.
werden allen möglichen Kram kaufen, alles mal ausprobieren, die ganzen Videos angucken, ganz wichtig. Wovon es übrigens auch ein neues gibt, habe ich gesehen. Ich habe nach der letzten Aufnahme mal kurz reingeguckt, was es eigentlich noch alles zu kaufen gibt. Da gab es ein neues Video, vielleicht gibt es jetzt noch ein neues, weil wir 100% haben, ich weiß es nicht. Aber geil, ich bin sehr froh darüber, dass ich das tatsächlich geschafft habe. Die 100% in Tony Hawk's Pro Skater 4 zu holen. Ich hatte ein bisschen Respekt davor, weil das Spiel ist ja wirklich nicht einfach an manchen Stellen. Manche Aufgaben sind hart, aber ich habe es geschafft. Und das auch eigentlich relativ gediegen, würde ich sagen. Mal ganz abgesehen von so ein, zwei Pro-Aufgaben. Tonys Pro-Aufgabe, Bams Pro-Aufgabe und Buckys Pro-Aufgabe. Wobei es bei Buckys echt ein bisschen unnötig war, dass ich da so fett reingeschissen habe. Aber gut, jeder hat so seine Schwächen. Und bei mir sind es halt die Punkte. Irgendwelche Lines fahren und so, das ist alles cool. Da findet man es raus. Bei Punkten scheitere ich manchmal ein bisschen. Gut, Leute. Dann war es das. Fazit und alles werde ich dann auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal geben. Kann ich eigentlich so ein bisschen hier so... Nein. Kickflip im Looping machen. Ich hab gesagt, wie smooth der W-Flip aussieht, einfach nur. Kickflip aber auch. Ist eigentlich der gleiche in links. Naja, Leute, das war's. Und beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder, beziehungsweise im Menü. Und dann geht's ans Bonusgemachte. Ans Eingemachte. Egal. Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann definitiv das letzte Mal. Ciao.